Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Börsen-Update am heutigen Börsenmontag. Ja, der DAX hinter mir im Handelssaal liegt aktuell in etwa bei 15.750 Punkte. Wir sind heute ein bisschen rauf, ein bisschen runter gelaufen. Letzte Woche, sehr schwache Woche für den Leitindex, den DAX. Da haben wir über 3% verloren von unserem seinerzeitigen Allzeithoch bei 16.427. In etwa 600 Punkte ging es da in einer Woche runter. Da war letzte Woche auch kein Handelstag dabei, wo wir tatsächlich im Plus geschlossen hätten. Ja, das lag allerdings dann wohl eher an Jerome Powell, an der Federal Reserve. Jerome Powell, Fed Chairman, hat ja letzte Woche Mittwoch und Donnerstag jeweils vor Kongress, Senat, Bankenausschuss gesprochen und immer wieder dann auch erklärt, ja, man hat zwar im Juni eine Zinspause gemacht, aber dabei muss es ganz und gar nicht bleiben. Das erklärte Ziel, Inflationsziel 2%, ja, da ist man noch nicht dran. 4% Inflation hat Amerika gerade. Heißt also, da muss noch ein Stück gearbeitet werden. Und dementsprechend kamen dann die Aussagen von Powell, dass man dieses Jahr eventuell sogar noch mit 2 Zinsschritten rechnen muss und vor allen Dingen der Hoffnung der Anleger, der Investoren natürlich auf das Thema Zinssenkungen diese Woche eine klare Abfuhr erteilt hat. Das hat natürlich letzte Woche dann schon für ordentlich Kursverluste gesorgt. Ja, das Thema Zinsen ist nach wie vor omnipräsent, natürlich auch heute. Und das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen natürlich sehen. Fragt man sich doch, naja, wenn jetzt die Amerikaner weiter die Zinsen anheben, wird das letztlich nicht auf die Konjunktur sich negativ niedergeschlagen? Wird das nicht die Rezession eventuell sogar noch etwas mehr befeuern? Davor haben natürlich ganz klar die Anleger, die Investoren dann halt eben auch Ängste und Befürchtungen. Ja, das Thema des Wochenendes, der Wagner-Söldner rund um ihren Heeresführer Prigozhin, das hat hier an der Börse nicht so richtig für Beachtung gesorgt, muss man sagen. Also da hatten wir jetzt keine großartigen Kursaufschläge drauf. Was allerdings dann um 10 Uhr kam, war der IFO-Geschäftsklima-Index. Ja, und da haben wir schon gesehen, die Geschäftserwartungen für Juni liegen bei 83,6 Punkten. Ja, erwartet waren hier 88,1 Punkte und beim Geschäftsklima, da hat man 88,5 Punkte erreicht, aber die Prognose lag deutlich, nämlich bei 90,5. Heißt also, wir sehen hier doch durchaus, dass ein bisschen Vorsicht, ein bisschen negative Stimmung in den Chefetagen durchaus unterwegs ist. Man sieht die Schwäche der Industrie und die könnte natürlich ganz klar auch die Konjunktur letztlich in schwieriges Fahrwasser hineinbringen. Das ist natürlich klar, das drückt natürlich so generell halt eben auch auf die Stimmung am Markt. Also heute sehen wir noch nicht so ganz genau, wohin wir laufen. Ich denke, dass auch nicht mehr allzu viele Impulse diese Woche auf uns warten werden. Gut, wir bekommen noch das GfK-Verbrauchervertrauen diese Woche und allerdings ansonsten konjunkturelle Termine oder Unternehmenszahlen wenig. Nike wird nochmal Zahlen präsentieren, aber damit haben wir dann auch schon einen der Hotspots für die Woche ausgemacht. Und es ist ja die letzte Woche im Juni, somit die letzte Woche im ersten halben Jahr für den Leitindex, den DAX. Dahingehend muss allerdings gesagt werden, hat er sich wirklich gut geschlagen. 14% in diesem Jahr 2023 kann der DAX, die DAX 40, der Leitindex in Deutschland durchaus in die Waagschale werfen. Und das will bei der aktuellen Gemengelage durchaus etwas heißen. Ja, was haben wir heute an Nachrichten von den Unternehmen? Eher weniger, muss man sagen. Wir haben Covestro zum Teil mit unter den Top-Gewinnern. Da war es das Analysehaus Stiefel. Die sagen, die Aktie ist für sie ein Kauf, 66 Euro. Das war allerdings schon ein Urteil, das letzte Woche kam. Aber man sieht wohl in Covestro einen Übernahmekandidaten, der durchaus attraktiv sein könnte. Ja, und dann haben wir noch die BASF-Aktie unter den Gewinnern. Da sagt es Bankhaus Baader, Aktie soll man zwar reduzieren, aber man hat das Kursziel nach wie vor bei 53 Euro belassen. Ja, und im unteren Bereich
sehe man erneut die Siemens Energy. Ja, da haben wir ja letzte Woche am Freitag vor allen Dingen bedingt durch die Schwäche von Siemens Gamesa eine Gewinnwarnung hören müssen von Siemens Energy, dem Mutterkonzern. Und daraufhin hatte die Aktie von Siemens Energy ja bereits am Freitag teilweise über 30% Verlust einfahren müssen. Zu Handelsschluss waren es dann immer noch 26%. Naja, und der Abverkauf, der geht heute weiter. Also da scheint tatsächlich einiges an Vertrauen verspielt worden zu sein. Ja, und die Commerzbank, die haben wir heute auch noch unter den Top-Verlierern. Da ist es auch die Tochter, und zwar die polnische Bank M. Die müssen nämlich Gelder zurückstellen für ihre Kredite in Schweizer Franken, weil viele Polen halt eben klar ihre Kredite in Schweizer Franken haben. Da muss man sich momentan absichern, Rückstellungen machen, und diese Rückstellungen laufen jetzt schon auf 1,7 Milliarden Euro hinaus, und die könnten natürlich letztlich auch das operative Geschäft, das operative Ergebnis natürlich der Mutter, nämlich der Commerzbank, letztlich negativ beeinflussen. Das war so in etwa der Tenor, den wir heute Vormittag in Frankfurt am ersten Handelstag an unserem Montag haben. Also, wie gesagt, wir warten auf positive Impulse. Schauen wir mal, ob die dann vielleicht doch noch kommen. Wie gesagt, der IFO-Geschäftsklima-Index war dazu nicht geneigt. Ähnlich wie letzte Woche die Einkaufsmanager-Indizes, halt eben auch leichter waren. Nicht so stark, wie man sich das gewünscht oder erhofft hatte. Und dementsprechend nehmen solche Aussagen natürlich die Investoren und die Anleger klar mit. Ja, und beim Thema Zinsen, ja, da scheiden sich halt eben gerade die Geister. Aber Fed-Chairman Jerome Powell ist Fed-Chairman Jerome Powell. Er hat seine Ziele, er will nach Faktenlage entscheiden. Und so könnte es tatsächlich dieses Jahr nochmal zwei weitere Zinsschritte in den Vereinigten Staaten geben. Wir sehen uns dementsprechend dann am Mittwoch zu einem Update wieder.